Hi! Weiter geht's mit unserer Rummelwood Akademie Teil 2. Hier ist Gedanken schon zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Ja, und wir wollen uns jetzt weiter hier ransetzen an unserer Rummelwood Akademie. Part 2 ist nun dran, wo wir jetzt natürlich einmal hier die linke Seite basteln und dann natürlich noch die rechte Seite. Und wenn wir schnell sind, dann basteln wir sogar noch den Uhrenturm. Ich würde sagen, wir beginnen dann erstmal auf der linken Seite von unserem Gebäude. Wir holen uns wie immer erstmal unseren Sandsteinblock raus. Und zwar, ich fliege jetzt hier einfach mal auf die Seite hin. Und da würde ich mal sagen, ja, fangen wir auf der Vorderseite an. Wir hatten ja hier zwei Fenster uns hingebaut. Hier gehen wir jetzt einfach mal zur Seite weg. Und ab den dritten Block hier, wenn wir vom Fenster so ein bisschen gucken, ab den dritten Block, setzen wir uns einen Block hin. Und den ziehen wir jetzt zur Seite einfach mal weg. Und da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Blöcke setzen wir denn hier einmal ran. So, jetzt könnten wir natürlich hier einmal zur Seite ziehen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Und zwar, wir fliegen jetzt hier einfach mal auf der Rückseite von unserem Gebäude hin und setzen jetzt einfach hier schräg dahinter einfach einen Block hin. Den können wir jetzt natürlich auf die gleiche Länge ziehen, den wir jetzt hier vorne schon haben. Und wenn wir das auf der gleichen Länge haben, können wir das an der Seite zuziehen und dann würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Stopp und gehen mal auf die andere Seite. Ich befinde mich jetzt hier auf der anderen Seite von unserer Rummelwood Akademie. Hier wollen wir natürlich auch noch einen Komplex ransetzen. Das heißt jetzt einfach, wir fliegen auch wieder hier zur Seite hin, bauen unserem Fenster so drei Blöcke zur Seite weg. Ab den dritten Block, ne, setzen wir einen hin. Den ziehen wir jetzt auch wieder zur Seite weg. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke setzen wir denn hier einmal ran. Hier brauchen wir auch wieder zur Seite einmal nicht wegzählen, sondern einfach hier so zack, setzen wir hinter unserem Gebäude einfach schräg wieder einen Block ran. Den können wir dann hier wieder einmal auf die gleiche Länge ziehen. Und jetzt brauchen wir an sich die Arbeit uns hier nicht machen, das Ganze wieder miteinander verbinden auf der Seite, weil wir ja noch irgendwann hier einen weiteren Komplex ranbauen. Und von daher lassen wir uns das offen, weil sonst müssen wir das ja irgendwann mal auch wieder weghauen. So, jetzt wollen wir aber natürlich die beiden Seiten hochziehen. Nicht nur jetzt hier auf der rechten Seite, nein, auch auf der linken Seite, wo wir uns das jetzt hochgezogen haben. Das ziehen wir jetzt beide auf die gleiche Höhe. Insgesamt setzen wir darauf noch 11 weitere Blöcke. Insgesamt sind es dann 12 Blöcke. Wir können ja einmal zusammen zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke setzen wir hoch. Man kann ja nochmal gucken, ob man richtig gezählt hat. Wir haben ja hier, sag ich mal, auf der Seite ja zwei Fenster. Ab dem zweiten Fenster jetzt hier, ab den richtigen Block, ne, ist an sich unsere letzte Schicht. Das heißt, jetzt setzen wir einmal diesen Komplex hoch und dann natürlich auch noch die andere Seite. Ich stelle mich hier vorm Gebäude wie immer einmal kurz hin. Wenn wir dann beide Seiten hochgezogen haben auf insgesamt 12 Blöcke, geht es weiter, dass wir jetzt schon den Vorbau machen für unser Dach. Ich beginne jetzt erstmal hier wieder auf der linken Seite. Ich fliege jetzt hier einfach mal an der Seite von unserem Gebäudeteil hin. Ich lasse jetzt den ersten Block hier frei an der Seite, ziehe mir dann eine Ebene hin, dann lasse ich mir zwei Blöcke an der Seite frei, wieder eine Ebene hin. Jetzt lasse ich mir einen Block frei, Ebene hin, dann wieder einen Block freilassen, Ebene hin. Danach lassen wir dann wieder zwei Blöcke Platz, Ebene hin, an den Seiten ein Block Platz lassen. Ups, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. So insgesamt soll das denn aussehen. So, wir machen das ganze Spiel noch einmal und zwar jetzt hier bei dieser Hauswand. Also wir lassen jetzt an der Seite erstmal einen Block Abstand. So, dann setzen wir die erste Ebene hin, wenn wir das haben. Danach dann lassen wir zwei Blöcke Abstand, dann wieder eine Ebene hin. Danach lassen wir einen Block wieder Abstand, Ebene hin, dann wieder einen Block Abstand, Ebene hin. Und dann lassen wir zwei Blöcke Abstand, natürlich auf beiden Seiten. Und ganz oben wieder ein, weiter auf jeder Seite freilassen und in der Mitte haben wir dann zwei. So, jetzt wenn wir natürlich hier bei unserer Hauswand sind, wo wir das ranbefestigt haben, seht ihr ja, hier ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Das können wir natürlich dann hier auch wieder gleich zuziehen. Ne, das macht man denn. Ja, und wenn wir das dann hier einmal auf dieser Seite uns hier so ein bisschen platziert haben, gehen wir dann auch auf die rechte Seite von unserem Gebäude und müssen das gleiche Spiel dann hier nochmal langziehen. Ne? Wie gesagt, wir lassen bei der ersten Ebene jetzt erstmal die Seiten einen Block so frei. Dann lassen wir an den Seiten zwei Blöcke frei. So, nächste Ebene hin. Dann wieder ein Block an der Seite freilassen. Das gleiche Spiel noch einmal, wieder ein Block an der Seite. Dann lassen wir zwei Blöcke an der Seite frei und ganz zum Schluss, zack, setzen wir oben noch einen Zweier hin. Und dann geht das hier auch wieder perfekt auf. Ne? Und auch hier, wenn ihr hier seht, wir haben hier Löcher, dann machen wir die zu. Und so, ganz einfach, zack. Und dann müssen wir natürlich noch bei unserer rechten Hälfte den gleichen Anbau hier auch nochmal hochziehen. Haben wir denn auch hier nochmal den gleichen Anbau rangesetzt, geht es jetzt weiter mit unserem Dach, also unserer grauen Keramik. Die platzieren wir jetzt hier einmal komplett gerade drauf. Gehen wir einmal hier hoch, zack.
und dann auch hier wieder runter. Ne? Aber bevor wir, sag ich mal, das jetzt hier im Schnelldurchlauf mal kurz machen, können wir ja auch gleich hier schon, wenn wir das Dach hier zuziehen, obwohl, halt, Moment, auf der rechten Seite brauchen wir das gar nicht überstehen lassen, weil ja noch hier ein Gebäude rankommt. Ja, aber auf der linken Seite müssen wir es dann überstehen lassen. Nein, wir machen erstmal das hier zu. Einmal schnell zugezogen, so sollte das denn aussehen. Wir lassen auch an der Seite von unserem Gebäude nochmal eine Reihe hier so ein bisschen überstehen. Und da ist jetzt mir die Frage gekommen, als ich das ja zugezogen habe. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier auf der Rückseite von unserem Gebäude befinden, könnte man ja hier die letzten zwei Blöcke auch noch überstehen lassen. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt, weil ja oben ist ja denn, ne, steht da nichts über. Von daher lasse ich mir das erstmal glatt. Na, ansonsten kann man auch überstehen lassen. So, auf der anderen Seite befestigen wir natürlich hier erstmal einmal hier mit unserer grauen Keramik hier alles einmal drauf. Ja, genau, so stelle ich mir das vor. Ne, machen wir einmal hier drauf und wenn wir dann hier auf der linken Seite sind, können wir es jetzt aber auch gleich einmal überstehen lassen. Ne? Das machen wir hier, hier geht das. Hier wird ja nichts noch was weiteres rangebaut. Von daher einmal überstehen lassen und wenn wir das dann hier überstehen gelassen haben, können wir natürlich den Rest hier auch zuziehen. Nachdem wir denn unser Dach zugezogen haben, geht es jetzt ran, dass wir uns die Fenster einmal rein platzieren. Wir machen erstmal die Frontseite und die Rückseite. Auf der Rückseite war ich wieder ein bisschen fleißig und habe schon wieder Vorarbeit geleistet. Ne? Ihr seht schon, jetzt machen wir natürlich hier Fenster rein. Zum Beispiel jetzt hier auf unserer linken Seite kommen insgesamt 5 Fenster rein und auf der rechten Seite kommen am Ende 4 Fenster rein. Ich beginne jetzt einfach mal auf der rechten Seite von unserem Gebäude. Die Fenster haben eigentlich immer den gleichen Abstand und sind auch alle gleich groß. Das heißt jetzt natürlich hier einmal auf der linken, auf der rechten Seite, wie denn auf der linken Seite. So, wir beginnen ganz einfach an der Seite. Wir lassen einfach 3 Blöcke an der Seite Platz, 2 unten, 3 an der Seite. So machen wir das Ganze und die Fenster haben eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke. Das sollte immer perfekt aufgehen, wenn wir zwischen jedem Fenster mal halt 3 Blöcke Platz lassen. Dann kommen wir jetzt hier auf der rechten Seite insgesamt auf 4 Fenster. Darüber können wir jetzt wieder eine nächste Fensterreihe machen. Da lassen wir genauso wie unten 2 Blöcke einfach mal Platz. So, dann schlagen wir hier auch wieder 3 Blöcke weg und insgesamt machen wir das natürlich einmal auf der Vorder- wie Rückseite insgesamt 8 Fenster. Wenn wir das dann soweit freigehauen haben, geht es jetzt wieder ran an unsere Stufen. Die wollen wir wieder einmal unten auf unserer Fensterebene einfach mal platzieren. Das machen wir dann hier bei jedem Fenster und wenn wir das haben, setzen wir dahinter dann gleich wieder unsere Glasblöcke ran. Bei der Stufenreihe kann man dann ganz simpel hier die Glasblöcke einmal ransetzen. So, und dann füllen wir einfach mal hier die Frontseite wie natürlich dann einmal die Rückseite aus. Wenn wir das dann soweit ausgefüllt haben, geht es dann natürlich, wenn wir das auf Vorder- wie Rückseite gemacht haben, auf die linke Seite. Auf der linken Seite halten wir das Maß ein, wie auf der rechten Seite. Wie gesagt, an der Seite das mit 3 Blöcke Platz, unten dann 2 Blöcke. Und dann können wir hier insgesamt wieder ein 2x3er großes Fenster hier reinhauen. Insgesamt passen auf der unteren wie oben eben halt 5 hin. Insgesamt sind es dann 10 Fenster. Und auch hier, wenn wir die Fenster freigehauen haben, machen wir das gleiche Spiel. Wir platzieren unten an unserem Fensterrand auf jeden Fall unsere Stufen und auf der Rückseite machen wir dann unsere Glasblöcke rein. So, das machen wir natürlich dann hier einmal auf der Vorderseite, wie denn auch auf der Rückseite. Wenn wir denn die Vorderseite wie Rückseite einmal mit unseren Fenstern ausgeführt haben, gehen wir einmal hier auf die komplette linke Seite einfach mal. Hier wollen wir auch noch ein paar Fenster uns platzieren. Wir beginnen einfach wieder unten, an sich wieder gleiches Maß, an der Seite 3, unten 2. Und dann kriegen wir hier natürlich jetzt nicht so viele Fenster hin wie auf der Vorderseite, sondern hier machen wir insgesamt halt nur 3 Fenster hin. Das Ganze machen wir dann hier auch wieder auf eine 2er Höhe. Haben wir dann natürlich die zweite Höhe von unserem Fenster hier gemacht, haben wir insgesamt jetzt 6 auf der Seite. Wir wollen aber noch ein 7. uns hier platzieren. Wir gehen hier ganz oben beim Dach einmal hin und lassen jetzt hier oben von der Mitte so 2 Blöcke Abstand und schlagen dann hier wieder ein 2x3 großes Fenster rein. So, die können wir natürlich wieder mit dem gleichen System wie die anderen hier einfach mal zubauen. Also erstmal die Stufen unten hin und auf der Rückseite dann schon wieder unsere Glasblöcke. So, dann füllen wir auch diese Seite einmal komplett aus. Und wenn wir die Seite dann ausgeführt haben, sind wir dann mit den beiden Seitenkomplexen fertig. Also jetzt hier mit der linken Seite sind wir komplett fertig, mit der rechten Seite, da kommt ja noch ein bisschen was, aber jetzt gibt es noch ein bisschen was Bonusmaterial. Wir machen jetzt nicht komplett das Ding da fertig, sondern heute machen wir den Turm. Ja, da schnappen wir uns jetzt einfach wieder unsere glatten Steinblöcke zur Hand. Den Turm kannst du dir versetzen, sag ich mal, vom Gebäude. Das hatte nicht so einen richtigen festen Punkt, wo der stand. Den haben sie immer wieder ein bisschen anders gezeichnet. Aber ich denke mir so, hier so vorne möchte ich den schon gerne haben. Von daher, wenn ihr den auch euch so ein bisschen platzieren wollt, achtet darauf, dass ihr jetzt hier am Gebäude auf der linken Seite seid. Denn hier vom zweiten Block aus gesehen, gehen wir dann so 3 Blöcke nach vorne. Ne? Im dritten setze ich mir das Ganze. So, aber ansonsten, falls du den natürlich versetzen möchtest, hat er ein Maß von 5x5. Ne? Auf jeder Seite sind 5 Blöcke insgesamt, die wir uns jetzt hier erstmal als Grundriss uns hier einmal langziehen.
Denn wenn wir das uns hier so lang gezogen haben, kannst du den natürlich jetzt hier überall versetzen, wo du möchtest. Aber ansonsten ziehen wir uns das Ganze jetzt hoch. Und zwar, ja, das ist so ein bisschen Augenmaß, Spielerei, wie hoch man sich das setzen möchte. Ich sage einfach mal, wer faul ist beim Zählen. Wir gucken einfach mal, wir hatten ja oben hier die Dachfenster. Und hier, wo, sage ich mal, das Dach hier von unserem Dachfenster ist, bis dahin setzen wir uns das Ganze. Du kannst es auch noch ein bisschen höher setzen, ein bisschen niedriger. Also wie gesagt, die Macher haben da ein bisschen gezeichnet. Aber ich setze mir das Ganze halt so auf die Höhe, wie unser Dach jetzt hier so ist. Und dann ziehe ich mir das Ganze hier einmal hoch. Wenn wir dann unseren Turm hochgezogen haben, geht es weiter jetzt mit unseren Sandsteintreppen. Die wollen wir jetzt einmal bei der letzten Ebene, die wir haben, einmal komplett ringsherum ziehen. So, und jetzt fällt auch auf, ob du jetzt aufgepasst hast, nee, bei dem Grundriss setzen, weil wenn das jetzt so dicht ist, dann würde sich das jetzt schon mit dem Gebäude verbinden. Von daher, ich habe da jetzt einfach mal eine Lücke. Wie gesagt, das kannst du dir natürlich auch noch versetzen, den Turm, da waren die nicht so genau, die Simpsons, wo der steht. Ja, jedenfalls denn, wenn wir die Treppen ringsherum gesetzt haben, setzen wir da jetzt auf den Treppen genau eine Stufenreihe hier entlang. Dann setzen wir mit unserem glatten Sandsteinblock hier einfach in den Ecken. Insgesamt haben wir hier natürlich 4 Ecken. Setzen wir da unsere Blöcke hin auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke. Habe ich jetzt hier 6? Ja, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann ziehen wir hier alle 4 Ecken auf insgesamt 6 Blöcke hoch. Und wenn wir das soweit haben, verbinden wir die letzte Schicht miteinander und ziehen die dann wieder so ein Viereck hier entlang. Und wenn wir dann hier über ein Viereck haben, setzen wir jeweils in den Ecken nochmal ein paar Treppen, dazwischen dann wie immer eine Stufe. Und unten können wir das Ganze hier auch nochmal zuziehen, obwohl hier könnten wir eigentlich gleich alles zuziehen. Das heißt, hier ziehen wir denn gleich den ganzen Boden zu. Und wenn wir den dann hier zugezogen haben, müssen wir nur noch hier in jeder Ecke die Treppen halt reinsetzen und dann da noch die Stufe. Das machen wir natürlich hier 4-mal. Und dann fehlt uns das richtige Blockmaterial, um weiterzubauen. Aber dieses Blockmaterial wollen wir natürlich nicht wegschmeißen. Das speichern wir uns ab in einer Kiste wieder für die nächste Folge. Um unseren Turm weiterzubauen, holen wir uns einfach mal Schwarzeichenholz, Treppen und Stufen raus. Die kennen wir noch, die hatten wir für unsere Tür verwendet. Dann holen wir uns auch noch mal gelben Beton raus, denn eine Glocke. Dann holen wir uns noch einen Schwarzeichenzaun raus, davon nochmal das Tor. Und dann holen wir uns auch einen weißen Betonblock. Eine Sache holen wir uns noch, und zwar, bevor ich es vergesse, die graue Keramik, also die Farbe von unserem Dach. Bei unserem Uhrenturm wollen wir erstmal das Dach uns draufsetzen. Das heißt, wir schnappen mal unsere Schwarzeichenholzstufen. Wir ziehen jetzt hier auf der Höhe von, ja, so würde ich mal sagen, den letzten Blocke, den wir haben, eine komplette Stufenreihe ringsherum hier einfach mal. So ziehen wir hier rum, bis wir wieder vorne ankommen. Wenn wir das haben, nehmen wir jetzt unsere graue Keramik und setzen jetzt hier in den Ecken jeweils 3 Blöcke. Und dann können wir nach außen noch jeweils hier auf unseren Stufen noch 2 Blöcke so einmal hier ein bisschen platzieren. Das machen wir auch wie immer 4-mal auf jeder Seite. Wenn wir denn einmal so rum sind, platzieren wir jetzt, würde ich mal ganz sagen, außen einfach mal 2 Stufen. In der Mitte hier auch nochmal eine Stufe und dann hier zu den Blöcken setzen wir noch 2 Treppen. Ne, so, das machen wir dann hier auch wieder, bis wir einmal komplett ringsrum sind. So, man könnte auch zuerst sicher die Stufen hier platzieren, dann machen wir hier ein bisschen... Ja, das Ganze etwas fixer. So, wunderbar. So, dann haben wir das Ganze hier einmal so ein bisschen rumgezogen. Jetzt schnappen wir unseren weißen Betonblock, denn sich, also es befindet sich hier oben auch noch eine Uhr. Da füllen wir jetzt einfach mal, ja, würde ich mal sagen, insgesamt 9 weiße Betonblöcke hier auf jeder Seite einmal rein, bis wir hier oben überall ganz glatt angeschlossen haben. So, und wenn wir das haben, können wir hier auch gleich unsere Uhr so ein bisschen reinzeichnen. So, das machen wir mal ganz fix. Natürlich auf jeder Seite sollte denn natürlich die gleiche Zeit angezeigt werden. Weiter geht's dann wieder mit unserer grauen Keramik. Wir setzen jetzt jeweils 2 weitere Schichten genau auf unseren weißen Beton hin. Das machen wir hier auch wieder auf jeder Seite. Wenn wir dann hier auch auf jeder Seite 2 weitere graue Keramikschichten hier einmal platziert haben, setzen wir hier überall jetzt in der Mitte oben noch einen weiteren Block hin. Dann könnte man hier eigentlich die Ebene oben einmal komplett ausfüllen. Wenn wir die dann natürlich einmal ausgefüllt haben, setze ich jetzt auf jeder Seite wieder eine weitere Schicht hin. So, an sich fülle ich hier einfach mal alles aus. Dann setzen wir wieder hier, ja, würde ich mal sagen, gleich ein Pluszeichen rauf und auf dem Plus noch einen Punkt. Und fertig haben wir denn unser Hütchen auf unseren Turm gezeichnet. So, fertig sind wir aber noch lange nicht. Jetzt geht es ran, uns eine Glocke reinzubasteln. Aber wir schnappen uns noch einfach mal, würde mal sagen, ja, Sandsteinstufe, Sandsteinblock, ist an sich egal. Ich mache jetzt hier, würde ich mal sagen, einfach mal eine Deckenebene rein. So ab der Blockschicht setze ich mir einfach meine rein. Dann platziere ich mir hier oben einfach mal... Oh, geht gar nicht. Erstmal müssen wir die Glocke zeichnen. Ich mache jetzt hier die Glocke von ein 3x3-Feld.
setze ich mir das hin. Darauf setze ich mir dann einfach so ein kleines Pluszeichen. Darauf dann nochmal in der Mitte einen Block. Und darauf setze ich mir dann, ups, so geht das ja, die Glocke rauf. Das soll so ein bisschen die Halterung sein. Sieht auch so aus, als ob die dann da so gehalten wird, die Glocke. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem Turm. So, wir haben jetzt natürlich einmal das Dach fertig, die Glocke fertig, der Turm, naja, ist noch nicht so ganz fertig. Insgesamt sind hier noch so einzelne Fenster ein bisschen eingebaut, aber die sind alle zugemauert. Von daher würde ich mal sagen, wir holen uns dann einfach noch ein bisschen, würde ich mal sagen, ganz normalen Sandstein raus. Wenn die Fenster da ein bisschen zugemauert sind, finde ich einfach, wir sollten diesen ganz normalen Sandstein nehmen. Das sieht ja so aus, ob das so zugemauert ist. Und dann holen wir uns wieder unsere Treppen und Stufen noch davon raus. Ja, und dann können wir uns hier ein paar Fenster noch reinplatzieren. Ja, wie wollen wir die machen? Ich sag mal, ich setze mich jetzt... Geschmackssache. Hier setze ich mir ein Fenster rein. Ich lasse jetzt hier einfach mal zwei Blöcke oben Platz. Dann schlage ich mir drei weg. Setze mir unten wie oben eine Treppe hin. Ich habe noch so mit einem Gang gespielt, vielleicht dann auch eine Treppe mir reinzusetzen. Aber, warte mal. Wir können das ja einfach mal ausprüfen, wie das aussieht. Könnte das einmal so machen. Das sind halt so kleine Fenster, die da ein bisschen zugemogert sind. Da muss man mal einfach gucken, was einem da so ein bisschen gefällt. Aber ich glaube, mit nur Stufen sieht mir das Ganze doch... Ja, wenn man das Original hat, doch zum Verwechseln ähnlich. Ja, so machen wir das. Ja, dann machen wir ein paar Fenster rein. Ich würde mal sagen, so ein bisschen versetzt davon. Da muss man einfach mal ein bisschen gucken, wie man sich die setzen möchte. Ja, oder ich setze mir das hier hin. Ja, ich setze mir das einfach so ein bisschen zur Seite weg. Ja, das passt schon ganz gut zum Original. So, auf der Rückseite dann auch wieder hier unsere Sandsteinblöcke machen. Ne, ist ja alles zugemauert. Ja, dann haben wir unseren Turm auch schon fertig gebastelt. Ja. Sieht doch schon langsam aus wie eine Akademie, hä? Jo, dann war es das hier auch erstmal wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann an den letzten Teil von der Rommelwood Akademie und dann machen wir noch so ein bisschen die Rückseite Bearbeitung. Ne, da gucke ich noch mal ein bisschen zur Folge, was man da noch alles dazu basteln kann. Ja, aber ansonsten sind wir durch für heute. Das heißt, wir stellen uns hier wieder vorne einmal Safety hin und dann hören wir oder sehen uns dann wieder zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss!